Jetzt haben wir hier natürlich die Diff und jetzt brauchen wir noch eine neue Diff. Video, neuer Kommentar. Den Ding gleich mal ein Style Display Doppelpunkt Non geben. Jetzt machen wir zwei Nägel mit einer mit einem Kopf. So, wir schreiben jetzt hier rein gleich mal ein neuer Kommentar. Ich kopiere mir die ID, gehe nach ganz oben, wo ich das hier gemacht habe. Mach die Funktion neuer. Moment, wie habe ich die Funktion genannt? Oh Gott, Hilfe! Neuer Kommentar. Genau, habe ich das Ding genannt. If document.getElementById. Dann die ID einfügen. Style.display ist gleich non, was ja der Fall ist. Dann nein, jetzt habe ich es verschoben. Das wollte ich natürlich nicht, dann machen wir es anders. So. Genau. Dann das. Else. Wieder das. So, wir haben zwei Nägel mit einem Kopf geschlagen oder so in etwa. Ja. Ja, unsere Diff wird schön angezeigt. Das ist sehr gut. Wir haben die nächste ID jetzt für die Diff Video neuer Kommentar. Der Videokommentare. Video neuer Kommentar. Ey. So, jetzt. Gut. Wir machen da genau das gleiche wie beim anderen. So. Im Endeffekt soll das ja nicht wirklich anders aussehen. Ne? Genau. Die Kommentare und dann der neue Kommentar. So. Mit dem einzigen Unterschied, dass... Moment, nee, nicht unbedingt. Das sollten beide bekommen. So eine kleine Border, ja. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich in dem vor die Diff neuer Kommentar eine HR noch reinpacke. Also sprich, wenn die angezeigt wird, haben wir dann noch so eine kleine Linie drüber. Oh. Ja. Natürlich, genau. Ne, das machen wir noch ganz anders. Die Style mal kurz noch so. With. Wie viel hatte ich das andere genommen? 650, ne? Genau, 650 Pixel. Mit der ID Video Horizontal Line. So, warum ich das Ganze jetzt mache, ist ganz einfach. Werdet ihr gleich sehen. Ich packe die beiden einfach mal hier dazu und schreibe aber ein Style hier noch rein, Display Non. Sieht das jetzt wieder so
da hier nicht Display None reingeschrieben? Ich habe doch hier extra Display None reingeschrieben, ne? Ich lasse es einfach. Das ist jetzt nicht unbedingt so wichtig. Es klappt, ich kann den neuen Kommentar hinzufügen, ich habe meine Kommentare hier. Ja, das Einzige, was ich machen kann, ist die Background ein bisschen abändern. Wenn man auch wahnsinnig gut sieht. Sieht man es jetzt? Ne, weil sich irgendwie nichts ändert. Video, neuer Kommentar, Background. Ach. Lalala, oh Gott. Startet er nicht? Hilft dir hier gar nichts, sehe ich gerade. Eben. Also hier EEE. Hier DDD. So, jetzt sind die Kommentare wieder so hell und der neue Kommentar ein bisschen dunkler. So, und jetzt endlich mal zum eigentlichen, was hier rein soll. Und zwar eine Form mit der Action, die weiß ich noch nicht. The method post form. Gut. Was ich alles brauche, ist muss mal ein paar P's rein. Ich brauche Name. Name. Ich brauche die Video-ID, die Videokategorie, den Kommentar an sich und das Datum. Okay, das ist ja wahnsinnig viel. Kommentar, Text Area. Kommentar. Sieht jetzt so aus. Hey ho. Gut. Mal gucken. Ach nee, das könnte ich. Das lasse ich so. Gut, der Kommentar, den man dann hier schreiben will, so ein bisschen, ne? Und natürlich brauche ich noch einen Input Type Submit Value Senden Name Send. So. Jetzt brauche ich noch Sachen, die nicht angezeigt werden dürfen, aber die bitte auch da sein sollten. Also Input Type Hidden Value. Gut, ich brauche die Video ID. Machen wir alles mit. So, Name.
kopiere ich mal einmal. Ich brauche nämlich die Video-ID und die Videokategorie. Diese beiden Dinge brauche ich. Also Echo $get V Name Video-ID Name Video-Kategorie und das Ganze mit Echo get Cut. So, geändert hat sich hier natürlich nichts, weil, wie gesagt, hin. Das einzige Gute ist, ich übertrage das per Post. So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich den Kommentar eintragen kann, ohne dass ich dabei die Seite verlasse. Denn, beziehungsweise die Seite darf nicht neu geladen werden und die Seite darf auch nicht gestoppt werden. Das Video muss ja schließlich weiterlaufen irgendwie. So wie es zum Beispiel auf YouTube der Fall ist. Ja. Also ich kann mir hier die Kommentare anzeigen lassen dann und kann mir hier den neuen Kommentar, einen neuen Kommentar hinzufügen. Das Hinzufügen soll möglichst passieren, ohne dass ich, wenn ihr drauf drückt, die Seite neu geladen wird. Ja. Diesen Teil machen wir dann im nächsten Video, denn es ist schon wieder fast eine halbe Stunde um und ich habe mich wieder dumm und dusselig gelabert. Ihr habt wahrscheinlich bloß die Hälfte kapiert, beziehungsweise ich habe eigentlich viel zu viel gelabert und gemacht, was eigentlich zu diesem Ergebnis geführt hätte. Aber naja, bis dahin, bis zum nächsten Part, würde ich mal sagen, wieder mal viel Spaß beim hoffentlich schnelleren Nachmachen, als ich das hier gemacht habe, und Übung macht den Meister. Übt noch ein bisschen, weil das ist nicht wirklich schwer eigentlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.